Der 117. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft richtet sich in diesem Jahr verstärkt auch an junge Mediziner und Studierende. Der Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal wächst. Fragen nach Chancengleichheit werden auch hier diskutiert. Die Arbeitsgemeinschaft Young DOG bietet Unterstützung beim Start in die Karriere und wirbt gleichzeitig um Nachwuchs. Das Tolle eigentlich an der Augenheilkunde ist, dass es, obwohl es so ein kleines Fach ist, ja, extrem abwechslungsreich ist. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Also es geht einmal um die Klinik selbst, dass man sich halt wirklich in verschiedenen Bereichen spezialisieren kann. Ja, möchte ich später in eine Praxis? Möchte ich meine eigene Praxis? Möchte ich in ein städtisches Haus? Möchte ich in eine Uniklinik? Will ich nur forschen, nur wissenschaftlich tätig sein? Das sind halt alles Sachen, die Kollegen dann im Laufe der Assistenzarztzeit dann halt auch für sich erst feststellen können. Wir haben 150 Studierende hier. Das ist ein neuer Rekord. Wir hatten noch nie so viele Studierende hier. Wir haben Reisestipendien vergeben, extra noch für Studierende. Es wurden die besten Studierenden immer eingeladen von jeder Uniklinik. Wir haben zusätzlich Initiativbewerbungen machen können, dass die Leute Initiativ beworben haben. Da haben wir Stipendien vergeben, also um die Studierenden frühzeitig hierher zu kriegen, um einfach das Ganze für die Studenten zu öffnen, dass die schon angucken können, was gibt es hier alles, was kann ich hier machen. Mitglieder der Young DOG sind Ansprechpartner und beraten zu Weiterbildungen, Publikationen und Förderungsmöglichkeiten. Die Sicherung der Ausbildungsqualität und die Vermittlerrolle sind zentrale Aspekte ihrer Arbeit. Wir als Young DOG versuchen, alle jungen Stimmen zu vereinen in der Ausbildung, schon am Ende der Weiterbildung, im Studium, egal in welchem Bereich sich die Person befindet, die sich für die Augenheilkunde, für die Ophthalmologie interessieren. Wir versuchen eben da die Schwachstellen vielleicht auch aufzudecken, anzusprechen, zu optimieren, Lösungsansätze dafür zu entwickeln und an die entsprechenden Stellen weitergeben, dass wir eben auch die Weiterbildung noch versuchen, weitergehend zu optimieren. Viele sogenannte MINT-Berufe sind gefragt im Bereich der Augenheilkunde. Luisa Thielke studiert in Erlangen und steht kurz vor dem Abschluss ihres Masterstudiums in Medizintechnik. Die DOG nutzt sie als Chance zum Austausch und für berufliche Zukunft. Ja, ich finde, so ein Kongress bietet da einfach eine sehr gute Möglichkeit, wirklich in Kontakt zu gehen und sich auch austauschen zu können und so auch mehr voneinander zu erfahren und so vielleicht auch neue Projekte entwickeln zu können. Und natürlich ist es auch für mich interessant, da hier viele Medizintechnikfirmen sind. Das sind natürlich auch irgendwie zukünftige Arbeitgeber eventuell für mich und die ist es vielleicht spannend, die kennenzulernen. Symposien und Panels speziell für die Nachwuchskräfte bieten zusätzliche Orientierung und Gelegenheiten für Erfahrungsaustausch. Manche wünschen sich eine stärkere Standardisierung des Curriculums. Ich habe fast einem Jahr in einem Klinikum gearbeitet und jetzt seit einem Jahr arbeite ich in einer Praxis. Man braucht die beiden, aber es wäre super, wenn das standardisiert würde. Wenn ich dann irgendwann eine Familie ist, dann muss ich mir das richtig überlegen, wann plane ich das. Deswegen habe ich mich selbst jetzt dafür entschieden, dass ich die Kinder nach der Ausbildung und nach der Weiterbildung will. Und dann habe ich halt nur diese 5 Jahre für eine richtige Ausbildung. Deswegen ist es für mich persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich eine gute Ausbildung kriege. Und das muss eine klare Struktur haben für mich. Sonst ist das immer nur, ja, wir versprechen das, das passiert bestimmt. Und dann, wenn man die Planung sieht, ist das komplett anderes. Und das ist für mich wirklich wichtig, dass das eine klare Struktur hat. Die Karriere mit der eigenen Familienplanung zusammenzubringen, stellt auch junge Ophthalmologen häufig vor Herausforderungen. Mehdi Shayari und Sven Schnichels engagieren sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich glaube, wir müssen ordentlich in die Frauenförderung ran. Wir brauchen auch, glaube ich, alternative Zeitplanmodelle oft und auch vielleicht alternative Dienstmodelle. Es geht halt auch vor allem um die leitenden Positionen. Ja? Ich denke, unter den Assistenzärzten sind die Frauen klar überlegen. Aber sobald es halt in die leitenden Funktionen geht, da ist es halt schon so, dass wir einfach die Damen unterrepräsentiert sind aktuell. Wie kann man denen dann halt quasi dazu ja, helfen, diesen Punkt Familie auch in die leitenden Positionen innerhalb der Augenheilkunde zu führen? Ich weiß viel damit zu tun, dass man halt einfach so gut es geht familienfreundlich ist. Ja? Die DOG ist auch Treffpunkt für die erfolgreichsten Mediziner des Faches. Die Meinungen zum Stand der Nachwuchsförderung in Deutschland fallen hier unterschiedlich aus. Ja, das ist ja so, dass die Älteren schon ein bisschen das Programm bestimmen und das soll ja auch so bleiben. Aber so ein bisschen mehr freie Plattform für die, wo die sich aussuchen können, wo wir die jungen Wilden haben, das fehlt eigentlich zurzeit in der Augenheilkunde. Ich habe eigentlich nur, was das angeht, primär Kontakt zu den Aachener Kollegen. Da ist die Nachwuchsförderung ganz hervorragend gewesen, sowohl die klinische Ausbildung als auch die Forschungsförderung. Also unsere jungen Assistenten sind hochmotiviert
Und Sie bekommen inzwischen in der Augenheilkunde ein ganz breites Spektrum in der Ausbildung angeboten. Mit Sorge sehe ich allerdings eine Ausbildung allein abseits der Klinik in einer Praxis, weil ich dort wirklich sehe, dass das ganze Spektrum nicht abgebildet wird, sondern bin schon ein Verfechter davon, dass man diese schweren Krankheitsbilder auch erkennen muss. Und das sieht man eben leider viel zu selten in einer Praxis alleine. Auch Luisa Thielke wünscht sich eine stärkere Vernetzung einzelner Schwerpunktbereiche in der Augenheilkunde. Ich glaube, auf der technischen Seite ist sehr viel möglich, aber die wissen nicht, was brauchen die Mediziner. Und die Mediziner wissen andersrum gar nicht, was eigentlich möglich ist. Und ich glaube, da wäre es wichtig, dass mehr kommuniziert wird und zusammengearbeitet wird. Die Ophthalmologie ist in vielen Punkten ein Fach mit Zukunft. Für engagierte Spezialisten aus diversen Fachrichtungen und Berufen. Auf der DOG 2019 kamen sie alle zusammen.